nachdem mein PC mal dachte, er braucht eine kurze Pause, sind wir hier wieder zurück. Und ich würde sagen, wir suchen das weiterhin das Plastik. Weil... hat da keinen Sinn hier. Gibt's doch nicht, dass ich jetzt hier mal kein Plastik bin. Vorhin überall Plastik habe ich. Wobei, wir machen es jetzt so. Ich fahre jetzt EP und gehe den leichten Weg. Wenn das überhaupt schon geht. So, mal an die Kiste. Ich habe das Gefühl, dass wir das noch nicht können. Naja, dann suchen wir weiter nach Plastik. Wir brauchen wohl erst die Kiste. Die Kiste wird sein. Oh je. Oh je. Geht ja schon mal gut los jetzt. Beziehungsweise weiter. Ich brauch nur eure Haut. Ich kann auch lang rennen. Nein! Auch in die Richtung klicken. Hier sieht's aus wie ein Haus. Hier gibt's Plastik. Kann ich länger aufhalten? Außer es gibt hier ein Feuer. Ah, hier gibt's ein Feuer. Anzünden. Und weg. Nee, ich bin hier nur zu Besuch. Nein. Bitte tun sie mich nichts. Wow. Auf zum Brunnen. Ja, hier waren wir schon drin. Wo ist der? Hier ist es natürlich eins auf die Omme. Ach, was? Und mal diese ganzen Sender auf die Frequenzen umstellen. Nochmal gucken auch, was die andere Frequenz gleich wieder ist. Und gar nicht mehr auf dem Schirm, was man da noch machen kann. Mein, also die Zombies auf jeden Fall, dass die nicht mehr aufstehen. Aber was war das andere? Lass mich doch in Ruhe jetzt. Dass die mich nicht getroffen haben, ist jetzt auch ein Wunder. Ein Überraschungsei. Müssen wir denn hin? Immer der Fahne nach. Die Map auch schon wieder so gedreht. Nein, ich habe jetzt keine Zeit zu spielen. Habe ich übrigens. Ach nee, jetzt schreit mich die auch noch an. Was geschieht jetzt? Pflanzenreste. Boah, richtig nervig. Ah, okay. Alle 30 Minuten. Wollte schon sagen Sekunden, aber alle 30 Minuten. Können wir da was Nettes reinwerfen und dann bekommen wir da was Nettes raus. Ja, gefällt mir. La
Fleisch. Wir können einfach hier mal schön ein Steak auf den Stock und schön grillen. Die opulente Villa. Muss hier gerade mal. Ja, nee. Gut. Ja, wir wollten. Ich würde jetzt sagen, als Ziel dieser Folge haben wir auf jeden Fall das Verbindungsrelais zu aktivieren. Und tatsächlich, ich würde jetzt mal sagen, wir gehen als erstes zu dem Verbindungsturm und aktivieren mal irgendwie diese tödliche Frequenz oder ich weiß nicht. So auf jeden Fall, dass wir jetzt hier mal unsere Ruhe haben und was tot ist, kann dann auch tot bleiben von mir aus. Ja, Machete, Sichel Upgrade. Wären alles bestimmt tolle Sachen. Schauen wir mal an, was der Mann zu sagen hat. Avoid the coordinates E13 and U7 at all cost. Do not enter. B34 und J13. Das schreibe ich mir doch glatt mal auf. Kannst du es nochmal sagen? Avoid the coordinates E13 and U7 at all cost. J13 und G, ich hab's schon wieder verpasst. Egal, erzähl nochmal. Okay, hab mir das aufgeschrieben. Das schauen wir uns auf jeden Fall an. Das interessiert mich. Weil wenn man schon sagt, explizit sagt, geh da nicht hin. Da geht man natürlich hin. Keine Frage. Man hat doch als Kind auch immer alles gemacht, von dem die Eltern gesagt haben, tu das nicht. Tu das auf gar keinen Fall. Am nächsten Tag. Jo, hab's getan. Der Turm. Den aktivieren wir mal. Iha. Sende deine tödlichen Wellen auf uns. Ey, die Map, echt Wahnsinn. Wahnsinn, wie groß diese Map ist. Es kommt einem alles so wegen der Ansicht irgendwie klein vor, aber ist ja unfassbar, was wir da noch vor uns haben. Das können wir eh nicht. Ja, okay, wir müssen die Mana-Pelle dabei haben. Scherz! Ach komm, dann besorgen wir uns jetzt schnell eine Mana-Perle in diesem anderen Gebiet. Mal hier die Ansicht wieder umstellen. Ich würde jetzt einfach hier eine Mana-Perle suchen. Wir müssen eh noch hier hin und hier ist noch ein bisschen dunkel. Würde ich gerne aufdecken und dann. Ach, okay. Obelisk, aber zwei gekreuzte Schwerter für einen Obelisk. So Krummsäbel, so Krummschwerter. Was das wohl sein wird? Oh, schon
so weit. Ah, Heizkörper. Ey, das gibt's nicht. Aber gut, hier ist eine Kiste. So. Und Elektroschrott brauchen wir auch, aber den brauchen wir wohl nicht in der Tasche. Hier haben wir uns wohl noch nicht umgeguckt. Aber hier kann man sich auch nicht viel umgucken. Die Mana-Perle. Gut, aber wenn wir jetzt da unten nicht unbedingt den riesen Elektroschrottvorrat finden, dann wird's knifflig mit dem Zeug. Ja, schweig. Giftig. Giftig. Ich habe kein Schild gesehen. Oh, was ist das denn? Neues Monster erledigt. Stachelball. Ja, ich glaube, dem komme ich einfach nicht zu nahe. Dann ist alles cool. Uah. Okay, ich dachte gerade, das wäre die Musik. Komplett irritiert. Angenehmer Sound der Kiste, so. Er hat nicht so einen Generator den ganzen Tag neben sich stehen. Ist das denn? Noch vom letzten Mal? Bleibt das Zeug so lang liegen? Crazy. Aber auch gut. Dann haben wir öfters solche Überraschungen. Ich hab die scheiß Mana-Perle da reingepackt. Ja, hoffentlich finden wir noch eine. Aber wie ist das immer, wenn man Dinge unbedingt braucht, findet man sie nicht. Wenn man es auf gar keinen Fall braucht, dann findet man 10 davon. 10. 20. Hey, ich krieg die Motten. Ups. Bald auch schon Level 12. Ach, da gibt's neue Klamotten. Juhu. Okay. Da kommen wir nicht durch. Oh. Oh, was? Oh. Oh, okay. Nichts, oh. Wie kommt man denn zu dieser Kiste? Ich sag, kann man da später irgendwie hochspringen oder so? Ist das denn die Möglichkeit? Na, ich muss einfach der Flagge nach.
Mana-Perle. Aber kein Elektroschrott. Ein roter Pilz. Naja, ich weiß nicht, aber von roten Pilzen würde ich meistens die Finger lassen. Wenn ich nicht gerade zu 2 Millionen % sicher wäre, dass der essbar ist. Der Pfeil, okay. Der Pfeil hier ist Norden, okay. Ich habe vorhin gedacht, so Kompass ohne Norden. Sofas können wir auch mal wieder demolieren. Hier waren wir schon. Südgransfeld. Ah, hier ist eine ganze City, okay. Aber wir hatten ja das Folgenziel, dieses Relais zu machen und hier alles zu entdecken. Dann setzen wir die Fahne nochmal um. Sagt er jetzt wieder O? Ne. Vor 749 Sekunden abgeschlossen worden. Okay. Kann man hier sehen, wie spät es ist? Nee, wohl nur am Ding. 41%, hier auch erst 56. Aber was kann man hier noch machen? Hier ist noch so ein Stonehenge-Gruft steht hier. Achso, die Zeitschlosskisten. Hier ist noch irgendwas, das aufblinkt. Hier sind wir ja gespawnt. Genau. Boah, wenn wir gut sind, schaffen wir das auch noch. Okay, dann mal hier lang. Mit den Zeitschlosskisten. Ich denke, wenn man die Zeit halt irgendwie zurückrechnet oder so, dann kann man wahrscheinlich es irgendwie schaffen, die zu öffnen. Oder dann öffnen sich die zu bestimmten Zeiten oder so. Also. Ich weiß auch nicht. Wir werden es rausfinden. So wie die meisten Sachen hier. Sagt das oft, ne? Wir werden das schon rausfinden. Ja, da oben bei der Farm. Bei der Farm war ein Feuer. Das hat ja ewig gedauert. Was ist mit dir hier los, ey? Ich habe ihn von seinem Leiden erlöst.
alles da oben. Oh je. Oh je. Oh je. Das haben wir nicht gewettet. No. Ich verstehe. Letzter Todespunkt. Jetzt ist der Grabstein auch weg da unten. Wollt schon hin, so. Hey, da können wir was Tolles entdecken. Naja. Ich glaube, wir sollten hier ein bisschen vorsichtiger sein. Ich habe die Wölfe auch gar nicht gesehen. Es kann sich nur um Stunden handeln. Also. Oh Gott. Ist das Zeug jetzt weg? Wahrscheinlich ist der Loot jetzt weg, den wir dabei hatten. Nochmal gestorben bin. Ich dachte, in die Löcher kann man nicht reinfallen und jetzt falle ich einfach in so ein scheiß Loch rein. Ist echt. So, wir gehen jetzt langsam hier lang und gucken, dass wir nicht wieder 100 Wölfe am Arsch haben. Darmsee-Zelt platzt. Alle Besucher herzlich willkommen. Auch Zombiehunde. Bisschen Respekt jetzt vor den dreien. Oh, ziemlich dreist. Drei. Früher bin ich ab und zu mal hergekommen, um mal ein paar Tage von allem wegzukommen. Früher, das waren bestimmt noch Zeiten. Ich meine, wir sind bestimmt auch in dem Bunker irgendwie. Ich habe fast schon das Gefühl, dass... aber wobei, ich wollte gerade sagen, dass er da geboren wurde, aber... Am Anfang kommt er irgendwie mit, meine Vorräte gehen zur Neige und so und ich muss jetzt meinen Bunker verlassen. Also gut, wobei, dann ist er wohl nicht da drin geboren worden, sondern einfach irgendwann ging diese Katastrophe los und er hat sich in seinem Bunker verkrochen. Naja, und wie es mit allem so ist, muss man natürlich irgendwann wieder raus. So, das Haus haben wir noch nicht ganz. Jetzt für einen kleinen Screenshot posiert. Nicht mit der Angel. Aber das Ding hier, diese Metallbahnen, die sind echt Mangelware. Die habe ich jetzt,
Oder ja, Heizkörper geben welche und Parkbänke, glaube ich. Aber das ist ja, ziemlich mau. Einfach mal so sagen darf. Wir haben schon 2000 Sachen eingelagert. 2000. Dass jetzt schon 2000 sind, so nach 5 Stunden Spielzeit. Wahnsinn. Das ist der reine Wahnsinn. Kartoffeln. Ein Wurzelgemüse, dessen essbare Knollen nicht roh verzehrt werden sollten. Und wir konnten nicht weiterlesen. Kein Zutritt. Gerade mal weiter gesappt. Ahne Schreckliches bezüglich unserer, ja, was wir in dieser Folge erledigen wollten. Bist du dran? Ich habe echt die Befürchtung, dass wir nachher irgendwie so die Mana-Perle, die wir da dabei haben, müssen einfach nicht dabei haben. Weil ich wieder nicht aufpasse und die Mana-Perle einfach irgendwie da einlage. Und dann kann ich es nicht rausnehmen, weil wir die Truhe nicht haben. Ah. Weg mit dem Bild. Brauche hier keine Bilder. Gesauern. Weg damit. Bin Kunstbanause. Und schön die Mana-Perle wieder eingelagert. Kurz rasten und dann gehen wir nochmal an die Monster mit 5% mehr Nahkampfschaden. 5%. Anapellen. Wo waren denn die Hunde? Hier ist wieder so eine. Willkommen in Glendale. Glendalen. Bitte fahren Sie vorsichtig. Das ist einfach nicht passiert gerade. Ich wollte einfach das Schild wegmachen und. Ja. Betonung liegt auf wollte. An so Häusern können die Gegner halt doch schnell gefährlich werden, egal welche. Wenn es nicht nur einer ist oder so. Jo, Rucksack-Upgrade mit mir. Ah, hier sind auch noch ein paar Sessel. Alles muss weg.
Umzugsfirma. Hallo, wir räumen hier die Bude aus. Was ist da? Die Waschmaschine. Könnt ihr natürlich die Gewürze auch einfach sammeln? Nein, wir zerschmettern sie. Direkt hier am Wasser entlang. Naja, wieder die guten Mana-Perlen schön in die Truhe eingelagert. Läuft bei mir. Gib mir deine Mana-Perle. Achso, die Küche hatten wir noch. Na, können wir was kochen? Ach, wir haben nur ein Rezept für Tomatensuppe. Ja, eben. Kochen wir doch ein Süppchen. Like a, like a, like a. Wie viel Elektroschrott haben wir denn jetzt? Was ist hier noch? Kühlschrank. Klar. So. Ich würde sagen, wir rasten jetzt hier mal kurz. Und ja, das Folgenziel dieser Folge haben wir nicht erreicht. Aber wir schaffen es bestimmt in der nächsten Folge. Also. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Oh ja. Joa. Und dann sehen wir oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.